bei 1500 Daumen nach oben, Leute, ich schwör's euch. Glaub ich den? Und rennen die Baywatch ins Meer. Mit was? Big Booty! Big Booty! Big Booty! Oh, no. Big Booty, oh, Booty, no. Booty down on me, Booty! Oh, shit! Was läuft? Ich hab keine Ruhe, so. Hast keine Ruhe, Mann. I'm a girl like you guys. Ah, oh, what's going on, man? Ah, hello. Leute, für die, die es noch nicht wissen, das ist für ah, da, hier ist die Frauentoilette. Frauentoilette immer sehr gut. Schau mal, immer. All the girls waiting here for the restrooms. And this is the best place for pick up the girls, yeah? It's the best place. Meine Freunde und willkommen bei ProBro Lifestyle, ein anderer sonniger Tag in Kalifornien. Wir sind gerade aufgestanden und wir haben Verstärkung bekommen hier vor dem Golds. Bam! Hello, amigos! Ede ist hier am Start. Ja, das ist endlich. Für die nächsten drei Wochen hier. Wie war dein Flug? Ja, lange, sehr lange, aber es hat sich gelohnt, Leute. Aha. Ich bin jetzt da, jetzt wird getrainiert. Sehr nice. Für den Ede ist es das erste Mal hier im Golds Gym. Also er hat Beine auf dem Programm, ich habe Unterkörper auf dem Programm. Ich werde ein, zwei Mal ein bisschen bei dir vorbeischauen. Ja. Ein bisschen motivieren. Genau, ein bisschen motivieren. Es wird hier im Golds nicht nötig sein. Ihr seid dabei, Leute. Ich gehe jetzt meinen Unterkörper zerstören. Kreuzheben ist auf dem Programm heute. Dann Back Squats ist wieder auf dem Programm. Ich freue mich sehr. Das Golds ist am Start und die Sonne auch. Wunderschönes Wetter hier in Venice Beach. Leute, hier ist nichts mit reinscamen. Die Ede macht gerade ein Monatsabo. Schaut mal. Wir haben ihn erwischt. Nein, Leute. Scammt euch nie ins Golds rein, weil das Golds ist das Golds. Und dort scammt man sich nicht rein. Arnold Schwarzenegger macht schön hier Werbung. Schaut mal. Ich mache jetzt meine Mobility. Das mache ich immer oben dort. Dort oben. Und dann haue ich mich dort mit Rack und haue meine Übungen raus. Hier ist noch Charles Glass, schau mal, Charles Glass. Und Charles Glass ist der Coach von allen bekannten Bodybuildern. Ja. Also hier laufen immer wieder bekannte Gesichter rum. Um Viertel vor 10 ist das Gym schon voll hier. Machen. Ede, der hat auch die Beine heute. Macht nicht ganz dasselbe Programm. Er ist in einem 3-Split, ich arbeite in einem 2-Split hier. Ist. Aber hat es so ergeben, dass wir beide gerade in den Squat sind. Das ist no excuses, Leute. Ba-bam! This is no fucking excuses. Ja? Mit gebrochenem Bein hier am Trainieren. Yes. This is how it works. Oh, dieses Timing. Einen schönen Smoothie hier reingezogen. Echt lecker, Leute. Die Greens am Start hier. Und Misch auch gerade fertig geworden. Ich habe gerade die Infusion fertig getrunken. Also das ist Intra-Beach-Workout. Hey, gib mal Leuten mal ein kurzes Fazit von einem ersten Training im Golds. Ja. Also Leute, als ich reinkam, ich habe es direkt gespürt, diese Energie. Ohne Scheiß. Alle am Trainieren wie gestörte Tiere und das hat mich infiziert. Ich habe die Energie aufgenommen und... Durch den Boden? Durch den Boden. Durch den Boden? Absolut. Okay, und noch ein bisschen durch die Luft. Und ja, also ich habe alles gegeben. Meine Beine zittern immer noch. Also... Oh shit. Ja. Ah, oh, cool. Das werden gute Wochen hier. Absolut. Auf jeden Fall wirst du ein paar gute Gains hier machen. Ja. Und wir auch. Und jetzt mal schauen, was heute noch ansteht. Wir sind früh ins Training gegangen. Wir gehen immer sehr früh ins Training, weil so haben wir den ganzen Tag für uns. Also bleibt am Ball. That Chess Games. Ich muss klatschen. Okay, kommt. Wir sind hier am Pro Bro Kitchen. Am Drehen, Leute. Hier Linsen mit dem Kale. Grünkohl. Grünkohl mit Beans, alles drum und dran. Das Ganze wird ca. 40, 50 Gramm Proteine haben.
Jetzt wird reingegessen. Aha. Und danach geht's an den Beach. An den Beach. Schaut euch das mal an, diese geilen Farben. Das ist das, was dabei rausgekommen ist bei Proper Kitchen. Meine neuen Lieblingskartoffeln, diese blauen hier. Der Eder hat das gleiche Mehl. Bam, und wie schmeckt's? Echt geil. Cool, oder? Perfekt. Große Mengen sind immer gut. Große Mengen sind immer gut für uns Bodybuilder. Ja, was mache ich jetzt? Ich beantworte noch ein paar Fragen, die mir wieder reinkommen für mein Shred System. Coachings und solche Sachen, die beantworte ich meistens am Morgen oder dann am Abend. Jetzt wird reingegessen, habe richtig Hunger. Ich würze meine Sachen, wie ihr immer wisst, den Flav Kings, Garlic und hier das scharfe Zeug, das Spicy. Die habe ich mitgenommen von der Schweiz. Und ja, probiert es mal aus, Leute. Linsen sind drin, Kartoffeln, Grünkohl, Spinat, Zwiebeln, Knoblauch, dann noch ein bisschen Tomatensauce und dieses. Kidney Beans. Ja, Kidney Beans, nicht zu vergessen für die Pros. Ja. Also alles dabei. Oh shit, habe ich noch ein Müsli gemacht, schaut mal. Bam, ich mache mir immer jetzt, ich brauche immer irgendwas Süßes, wenn ich was Salziges gegessen habe in meiner Off-Season. Und darum haue ich mir immer noch ein süßes Müsli rein. Mit Zimt, Berries, Mandelmilch, Bananen, richtig cool. Wir sind jetzt in Santa Monica, am Santa Monica Beach. Ede das erste Mal hier und zieht euch das mal rein hier. Das ist ein richtig breiter Strand. Wunderschön. Und ein wunderschöner Strand, ja. Und da vorne ist das Santa Monica Pier. Das letzte Mal sind wir ja vom Venice Beach hier mit dem Fahrrad dann bis nach Santa Monica gefahren, werden wir dieses Jahr auch wieder machen, wenn dann Edin am Start ist und so und Brütsch. Vielleicht nehmen wir auch dieses Cardio, aber nicht zu viel. Ne? Nicht zu viel Cardio, nein, sonst verlieren wir die Gains. Oder am besten ist, schau mal, wir nehmen solche Segways, siehst du? Ja. Wir können auch solche Segways nehmen. Das klingt gut. Besser, gefällt mir besser. Gefällt mir besser. Klingt gut. Ja. Wir laufen jetzt nach vorne in der Nähe des Piers, weil Anja ist irgendwo da, irgendwo zwischen dem Haus 14 oder 15, ja, mit diesem Haus dort. Und was ich mal immer schon mal machen wollte, ist auf dieses Haus gehen, den Rettungsschwing nehmen, was ist diesen Rettungs... Baywatch. Ja, und einfach rausspringen ins Wasser, ja. Gebt dem Video 1500 Daumen nach oben und dann mach ich's. Ich nehme es einfach und hau einfach ab. Ja, wir warten noch auf mich, ja. Ich muss so schnell für kleine Jungs hier. Dann laufen wir mal hier weiter. Da vorne kommen dann die ganzen Ringe und so weiter und so fort. Santa Monica ist ein Traum. Kommt unbedingt hierher. 20 Minuten später. Newborn, ich sag euch jetzt was. Newborn. Einfach nicht mehr in den Outburger essen gehen, Mann. Ja. Schau mal, hier gibt es so viele Möglichkeiten für einen Sport zu machen. Am Samstag, Sonntag ist voll hier. Da ist das Santa Monica Pier. Gehen wir dann auch mal noch drauf und zeigen euch das. Die sind gut und Havaianas sind gut. Und die sind gerade über Flipflops am Diskutieren. Ich hasse Flipflops. Du brauchst Flipflops, Leute. Ja. Flipflops. Die besten von Havaiana. Oder Reef. Was sind die? Schau mal, weißt du, was für den geil ist? Das ist für alle die Ballermann-Leute hier. Ja, das stimmt. Flaschenöffner hier noch am Start. Flaschenöffner am Start. Jetzt suchen wir die Anja. Keine Ahnung, was sie ist. Bei 1500 Daumen nach oben, Leute. Ich schwör's euch. Klau ich den und renne die Baywatch ins Meer. Mit was? Was klaust du dem? Den oben. Das Rote? Ja. Das war schon immer mein Wunsch. Alter, 1000. Als kleines Kind wollte ich immer wie Baywatch mit diesem, wie sagt man den? Wie sagt man? Rettungsschwimmen oder was auch immer. Aber wollte ich immer rausrangen, Mann. Wie 1500 Baywatch. Ist ja easy, Alter. Wie der David Hasselhoff. 2000. 2000? Alter, das, okay, das, 2000. Du riskierst hier eine Buße, Digga. Nee, für 1500 Likes, Mann. 2000 Likes. 2. Also 2250 in der Mitte. 2250 Likes und dann wird er verhaftet vor Kamera. Ich filme es. Wie läuft bei mir? Genau. Behind the scenes. Big Booty! Oh no! Big Booty, Booty, Booty down on me, Booty! Oh shit! Schau mal, Leute, ich zeige euch jetzt, wie man Anja sucht am besten. Schau mal. So. Anja? Hallo? Anja?
ist nicht sie, ist nicht sie. Ah, dort, dort ist sie. Dort ist sie. Dort ist sie. Sie ist schon belagert. Hello, hello, hello. Was läuft? Ich hab keine Ruhe, so. Was, keine Ruhe, Mann? Ah, oh, was geht ab, Mann? Ah, hello. Leute, für die, die es noch nicht wissen, das ist Ferrari Ueli. Das ist ihr neuer Freund. Ah, oh, ist ihr neuer Freund, ja. Was läuft? Wieso geht der jetzt? Wieso geht der Typ jetzt? Hat er Angst bekommen von Mischa? Ja, von Mischas fettem Arsch. Wie geht's dir? Gut, ich bin hier schon zusammen. Ja, ist richtig cooles Wetter, aber die Sonne ist recht aggressiv. Die Sonne ist schon easy aggressiv. Oh, da muss ich mal raufgehen. Standard. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt hat es hier easy viele Leute, aber am Samstag, Sonntag ist es voll. Und wenn ihr weiter nach Venice Beach fährt, dort ist nichts los, nein. Also Samstag, Sonntag schon, aber jetzt unter der Woche wie heute ist easy, da habt ihr den ganzen Strand was für euch, ja. So sieht's aus. Hey! Ah! The police is watching you. California love. Wir gehen jetzt zu einem Thailänder. Waren wir letztes Jahr schon. Sehr, sehr guter Thailänder. Essen. Wir haben alle Hunger. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß nicht warum. Denke ich habe zu wenig Wasser getrunken. Ja, ich habe zu wenig Wasser getrunken, denke ich heute, Leute. Wasser ist die Essenz des Lebens. Was ist die Essenz des Lebens? Du hast recht, das trinke ich Minimum eigentlich so zwischen 4 und 4,5 Liter täglich, jetzt auch im Aufbau. In der Diät teilweise noch mehr, teilweise 5 Liter. Und egal wo ich bin, egal wie oft ich unterwegs bin, ich schaue immer, dass ich einfach genug Wasser trinke. Zack, 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 wieder dort einen halben Liter runter. Rack, zack, zack, dann wieder dort einen halben Liter runter. Jetzt beim Thailänder auch, nämlich Unsweetened Iced Tea. Unsweetened Iced Tea, kennst du hier in Amerika, das ist perfekt. Das kriegst du noch besser runter als Wasser, weil es noch ein bisschen Geschmack hat. Aber beim Wasser ist das bei mir automatisiert. Immer wieder. Und es ist erledigt. Immer wieder ein bisschen. Also immer wieder einen halben Liter Gott direkt. Rein. Die Karte ist gut. Ich liebe den Food hier, Leute. Die Karte ist sehr gut. Also ich schwöre euch, wenn ihr mal in Santa Monica seid und auf Thai abfahrt, dann kommt ihr hin, Bangkok West Thai. Probiert die Sommerrollen, probiert den Papaya Salat. Sommerrollen werden wir gleich noch sehen. Und das Gute ist, Leute, hier ist es ein bisschen edel, aber ja, wir kommen immer rein auch mit den Stringers, weil, warum, Bro, erklär's mal, weil es Probro passt. Die wissen, hä? Was Probro ist, ja, Probro hat so eine internationale, wie sagt man, so wie das Schengen-Abkommen mit der Schweiz. Ja, also mit den Stringers, bilaterale Verträge gemacht. So. Ja, er kommt überall rein, in die edelsten Schuppen, ihr könnt sogar in den edelsten Club reinkommen in der Lane mit der Probro. Mhm. Ich hab's nur gehört, Leute, ich weiß nicht, ob es stimmt. Patrick hat gehört. Das wäre mal eigentlich ein geiles Format. Patrick hat gehört. Patrick gehört, dass er... Man hört, ja. Leute, wollt ihr so ein Format? Patrick hat gehört. Fresh Coconut für den Bro. Ich muss jetzt meine... Ich habe jetzt 10 Gramm Natrium von ihr gesoffen. Ich muss mit Kalium ausgleichen. So, erste Vorspeise. Nach Zeit ist auch noch am Start hier. Eda, Beef Salad. Und ebenfalls diese Bangkok Rolls. Und du hast dir die Papaya Salat gewöhnt, ja? Und die Rolls. Und die Rolls, beides. Hier der Hauptgang: ein paar Shrimps mit braunem Reis. Sind auf Bike-Coops. Meine neuen Lieblingsnachspeisen, Leute, und zwar ist das Mango Sticky Rice.
Na, was du gesagt hast? Hört auf, rumzuschwullen. Wo ist unser Auto? Hey Leute, seht ihr das? Hier blinkt das Rot. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach hier erwischt zu werden, wenn ihr parkiert und dann nicht bezahlt. Darum immer bezahlen. Oh. Und sie machen es euch auch wirklich einfach zu bezahlen. Du kannst die Kreditkarte swipen, OK drücken, hast gezahlt. Also es geht eigentlich 10 Sekunden, du musst kein Bargeld haben. Also eigentlich auch no excuses. No excuses, Leute. Never skip the parking taxes. Und Anja fährt da los, jetzt fahren wir hinterher. Wir gehen noch ein bisschen nach Hollywood. Hollywood! Hollywood. Und wir zeigen Ihnen mal eine gute Lounge, easy peasy, ein bisschen zum rumchillen. Assalamualaikum. Jetzt gehen wir nach Hause. Oh, ich bin so vorgestellt. Ja, ach, Beine sind gut. Das ist die Karte richtig reingekommen. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr nur noch so halb atmet? Mach mal weiter, ich mache hier ein bisschen Spaß. Ja, mach das Posing-Update. Ja, das ist gut. So gleich. Leute, ich hab's euch letztes vor 2-3 Stunden gesagt, Wasser ist so wichtig, haut's einfach rein. Leute, cheers, ich trinke ab und zu ein Glas Wein. Ja, Mischa sagt's, jetzt kann ich mit den Antioxidantien kommen, denn es hat Antioxidantien drin, Wein, logischerweise ein bisschen Carbs auch, aber warum ich's trinke, es beruhigt mich sehr, ich trinke es wirklich selten. Und ich kann auch sehr, sehr gut schlafen. Wir sind hier in einem coolen Club, der Lounge. Das ist die Bungalow. Der Bungalow. Anja ist hier am Start. Ich gebe mir ein Glas Wein. Cheers. Und der Bro. Pure Wodka. Pure Wodka. Nein. Wasser natürlich, oder? Ja. Wasser natürlich. Ich mache mal einen kurzen Rundgang. Hier kann man Billard spielen.